Es gibt schon einige Dinge, die mag man nicht unbedingt. Wind ist ein Beispiel davon. Flüsse sind ein anderes Beispiel, vor allem wenn man eine Katze am Land ist und dort gerne mal ertränkt wird. Aber Wind und Fluss in Kombination ergibt momentan den Film Wind River. Und für jeden, der sich denkt, das ist eine verdammt weit hergeholte Einführung, ja, du bist neu auf dem Kanal, oder? Wir bekommen hier von Filmarena einen relativ coolen Schuber mit aufgeklebtem Lenti vorne drauf. Muss allerdings auch sagen, dass das einer der unspektakulärsten Lentis ist, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Das Einzige, das sich hier tatsächlich irgendwie wirklich bewegt, ist der Rucksack von der Person hier im Vordergrund. Das ist irgendwie ein ganz netter Gimmick-Effekt, aber einer, auf den man fast irgendwie verzichten hätte können, beziehungsweise was man machen hätte können, wäre, dass diese Person und der quasi Schneeengel hier unten doch tatsächlich ein bisschen mehr räumlichen Touch und räumlichen Look bekommen hätte. Diesmal übrigens 1000 Stück von dieser Edition produziert beim Filmtitel da. Auf dem Spine erwartet uns etwas Partial Gloss. Hier im Hintergrund, im Backcover haben wir den Partial Gloss nur bei den beiden Waffen dafür. Wieder so eine schöne raue Oberfläche, teilweise bei den beiden Charakteren, aber auch das typisch samtige, das wir von Filmarena gewohnt sind. Und das ist irgendwie, finde ich, ein ziemlich cooles, ziemlich atmosphärisches Bild, das den Film ziemlich gut einfängt. Hier dann auch eigentlich, Verzeihung, mit der Backcover-Karte und eben unserem individuellen Limitierungsteil. Was mich allerdings wieder mal auch hier stört, ist, dass dieses Ding genauso groß ist wie der Fullsleep und wir deswegen es nicht drinnen aufheben können. Drinnen warten lediglich zwei Dinge auf uns: einerseits ein Booklet und andererseits ein Steelbook. Warten wir noch ein bisschen mit dem Steelbook. Dafür können wir einmal kurz durch das Booklet blättern. Da haben wir einerseits ein bisschen Text, wir haben aber in erster Linie ziemlich viele Bilder. Das Einzige übrigens, was ich bis jetzt auf diesen Bildern noch nicht gesehen habe, war ein Fluss und ein Wind. Haha. Tyler Sheridan übrigens, der Autor und Regisseur von dem Film, hat auch ein paar persönliche Worte in diesem Booklet festgehalten. Außerdem noch eben über Jeremy Renner, über Elizabeth Olsen und über einige andere, die in dem Film zu sehen sind und mitgewirkt haben. Da haben wir übrigens ebenfalls mit Jeremy Renner dieses Bild, das nicht ganz identisch ist wie das, was hier auf dem Backcover ist, aber so ähnlich. Und das ist aber vom Steelbook her, finde ich, wirklich fantastisch gemacht. Zwar bin ich persönlich nicht der große Fan von Full Gloss, aber da hat sich Filmarena wirklich ins Zeug gelegt. Einerseits bei der wunderschönen Titelprägung hier oben, andererseits bei dem partiellen Metallic-Effekt eben bei den Waffen, auch bei einigen Elementen der Kleidung, beispielsweise eben auch ihrer Polizeimarke. Das sieht echt cool aus. Auf dem Backcover dann eine wahrscheinlich eher ungünstig endende Situation, könnte man meinen. Außerdem auch hier wirklich sehr fein gearbeitet, sogar hier auf der Mütze bei den Polizeielementen etwas Partial Steelbook-Effekt. Und was mir persönlich am allerbesten gefällt, ist das. Ich liebe es einfach, wenn Steelbooks durchgehende Artworks bieten. Das ist, finde ich, absolut fantastisch. Wir haben ein cooles Frontcover, wir haben ein cooles Backcover, aber die Tatsache, dass die beiden in Kombination noch dazu ein cooles, aufgeklapptes Bild ergeben, das ergänzt das Ganze für mich absolut genial. Drinnen dann verpackt, ich lasse sie auch verpackt, einige Karten mit Motiven aus dem Film, dann hier die Blu-ray mit dem Film und ein Innenartwork, das mir ebenfalls gut gefällt, wo vor allem durch die schöne Farbgebung ihr Gesicht und der Schnee ziemlich schön sich voneinander abheben. Das sind alles wirklich, wirklich coole Dinge. Außerdem gab es dann noch auf der
Verpackungsfolie draußen, so einen absoluten Mini-Sticker, der uns darauf hinweist, dass es die mittlerweile 96. Film-Arena Edition ist. Würde mich tatsächlich jetzt mal interessieren, da eine Volkszählung, wollte ich fast sagen, zu machen und zu schauen, wie viele davon in meiner Sammlung gelandet sind. Das sind definitiv nicht 96, aber definitiv einige, weil Film-Arena meiner Meinung nach wirklich fantastische Arbeit macht und auch hier bei dem Wind River Full Slip wieder mal ein ganz, ganz tolles Produkt abgeliefert hat. Dass der Autofokus von meiner Kamera irgendwie gar nicht mag. Danke, Kamera.